Frau Riedel. Hallo, Frau Dünnebacke. Liebe Frau Riedel, wir sind hier im Geschäft von Frau Dünnebacke in der Pablerallee in Berlin und hier kaufen Sie schon seit sehr vielen Jahren ein. Ja, ich wohne 75 Jahre hier im Prenzlberg und die Tanten hatten erst den Laden gehabt und dann hat Frau Dünnebacke mit ihrem Mann es übernommen und seitdem bin ich hier Kundin. Prägt denn auch der EcoClean E150, dieses Luftreinigungsgerät, was Frau Dünnebacke natürlich besonders für die Gesundheit ihrer Kunden angeschafft hat, dazu bei, dass man sich trotz der Corona-Situation hier sicher fühlt? Ja, sehr super. Trotzdem wir auch Masken tragen, wenn wir reinkommen, aber so ein Gerät ist eben klasse. Frau Dünnebacke, warum haben Sie diese Luftreinigungsanlage gekauft? Was hat den Ausschlag gegeben und seit wann haben Sie das Gerät? Seit 2020 März habe ich mir dieses Gerät zugelegt, weil ich die ganze Zeit hier verbringe und auch Kontakt mit den Kunden habe und ich wollte mich nicht, dass ich angesteckt werde. Und da wurde mir dieses Gerät empfohlen. Ich habe es mir angeschafft, um dass die Kunden gesund bleiben, ich ein gutes Gefühl habe und dadurch habe ich mir dann gleich für zu Hause einen EcoCleaner angeschafft, weil ich auch zwei Katzen habe und die Luft ist wunderbar zu Hause und ich bin sehr zufrieden mit den Geräten. Herr Neuhoff, Sie kaufen hier ein in dem Laden von Frau Dünnebacke in der Pablerallee. Sie stehen neben dem EcoClean E150. Gibt einem das ein gutes Gefühl, wenn die Geschäftsleute gerade in dieser besonderen Zeit auch in die Gesundheit ihrer Kunden investieren? Unbedingt, ja. Also finde ich sehr gut. Hier ist immer frische Luft, auch im Sommer. Ist sogar gut klimatisiert und es gibt mir schon ein gutes Gefühl beim Einkauf.